Moin Moin und herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Wir haben im letzten Part Seegrasse Obst City erreicht und wollen es heute auch mal ein wenig erkunden. Schutz wirkt nicht mehr, ja. Ist gut. Das größte Geheimnis dieses Planeten hütet der Meeresboden. Das hat mal jemand gesagt, aber ich weiß nicht. Zwischen Mossbach City und Xernoville findet sich ein tiefer Unterwassergraben. Das hat mir jemand erzählt. Hast du die seltsame Höhle in der Bucht am Ende des Ortes gesehen? Ja. Ich komme aus Kanto. Oh, einer hier aus Kanto. Hallo. Die Höhenregion ist wunderbar mit all dem Wasser und dem Grün. Hey, warte mal. Ob es seltene Pokémon gibt, die nur in dieser Region leben? Dun, 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 dun. Oh, wo sollen wir lang gehen? Wir gehen erstmal südlich. Team Aqua trainiert seine Walmer immer drüben in der Bucht. Wir Matrosen können nicht auslaufen, da sie uns im Weg sind. Ach, überall Team Aqua. Immer Ärger, immer Ärger, immer Ärger, immer Ärger, Ärger. Wir sind in den Flitterwochen und gerade hier angekommen. Wir haben ein Drachen-Pokémon gesehen, das am Himmel flog. Leben in der Höhenregion viele solcher coolen Pokémon. Ah, Rayquaza oder Latias Latios? Wir haben uns vorgenommen, in unseren Flitterwochen so viele seltene Pokémon zu sehen, wie es gibt. Daher waren wir auch total glücklich, dass wir alle, dass wir gleich nach unserer Ankunft dieses Pokémon zu Gesicht bekamen. Ich meine, wir waren wirklich glücklich. Ja, das freut mich für euch und viel Glück noch später in eurer Ehe. Ich habe ein entspanntes Nickerchen im Gasthof am Meer gehalten. Das Rauschen der Wellen war so angenehm und da hat mir jemand mein Pokémon gestohlen. Wer ist der schändliche Dieb? Es war Team Aqua. Was? Die haben dein Pokémon gestohlen? Da hat mir jemand mein Pokémon gestohlen. Team Aqua. Ja, aber was, sag mal doch, was du für ein Pokémon hast oder interessiert oder willst du ein Pokémon nicht wiederhaben? So haben sie also die Anzahl der Gäste verdoppelt, indem sie Pokémon als Attack-Attraktion präsentieren. Vielleicht sollte ich ein niedliches Pokémon zum Maskottchen meines Gasthofes machen. Ich frage mich, ob ich so mehr Gäste hätte. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Ich habe mich konzentriert, ich habe so konzentriert ferngesehen. Seit Team Aqua diesen Ort hier, in diesem Ort ist, bleiben die Gäste aus. Team Aqua, Aqua. Oh, wen haben wir denn hier? Wie? Oh, tut mir leid. Ich habe ein bisschen gedöst. Ich wollte mir mal einen Pokémon-Wettbewerb anschauen. Das scheint ganz schön interessant zu sein. Aber vielleicht bin ich ja nur Purist. Aber ich bevorzuge Kämpfe und starke Trainer. Aber das liegt wohl an mir. Ich hoffe, du genießt die Arenen, Wettbewerbe, Kampfcamps und all die wunderbaren Dinge, Torti. Ah, okay. Also es gibt doch richtige Wettbewerbe. Und Kampfcamps sind nochmal was anderes. Okay. Haben wir mit dir schon gesprochen? Hier gibt es eine Pokémon-Wettbewerbhalle und das bedeutet, dass gut aufgezogene Pokémon aus dem ganzen Land zu sehen sind. Mein Herz strömt über vor Begeisterung. Oh, wie groß ist diese Stadt? Irgendwo kriegen wir doch hier noch eine Pokéregelbox, oder? Yippie, die Dame an der Rezeption hat mir eine Pokémon-Box für Pokéregel gegeben. Was? Hier? Hallo, wir nehmen Anmeldungen für die Pokémon-Wettbewerb entgegen. Oh, du hast ja gar keine Pokémon-Regelbox. Du, und dann geben wir dir eine. Jawohl! Mehr will ich von euch nicht. Oder sollen wir einen Wettbewerb machen? Eigentlich wollte ich es einmal zeigen, ne? Ah, okay, dann machen wir es einmal. So, ja. Okay, es gibt doch nur vier Klassen. Normal, Super, Hyper und Master. Bevor wir an den anderen Klassen teilnehmen können, muss man natürlich erst die Normalklasse. Welcher Wettbewerb möchtest du teilnehmen? Ah, die Coolness. Cool, schön, Anmut. Nehmen wir mal die Coolness. Kann ich das ja auch mal zeigen. Okay. Hallo, wir fangen an mit dem Normalklasse-Pokémon. Cool Wettbewerb an. Die folgenden Trainer und ihre Pokémon nehmen teil.
Und je nachdem, wie viele Herzen du halt da die Zuschauer geben, hast du schon mal eigentlich einen Vorteil, ne? Dann kannst du dir noch Spitznamen geben, das trägt auch noch dazu bei. Und ich bezweifle aber, dass wir gewinnen. Ja, guck mal, kein einziges Herzchen. Schämt euch. Nun haben wir alle vier Teilnehmer der Pokémon gesehen. Zeit für die erste Bewertung. Das Publikum entscheidet, welches Pokémon am besten gefällt. Ohne weitere Verzögerung kommen wir zur Bewertung. Die Bewertung ist abgeschlossen. Während diese ausgewertet wird, kommen wir zum zweiten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf zeigen uns die Konkurrenten die Ausdruckskraft ihrer Attacken. Hoffen wir, dass wir sie mit ihren Vorführungen den Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus. Lass die Vorführung beginnen. Ah, wir hätten auf Stärke gehen sollen. Coolness-Wettbewerb haben wir überhaupt nicht drauf. Rettiert die Pokémon, die schon aufgetreten sind. Hauen wir mal ein Erdbeben raus. Nein! Verdammt. Und sobald der Applaus auf 5 steht, kriegst du nochmal richtig viele Punkte. Oder Herzen. So, jetzt ziehen wir den anderen aber erstmal 3 Punkte jeweils oder 3 Herzen ab, würde ich sagen. Ja, moin. Wir sind gleich oben auf. Ja, schön. Nein, wir sind 3. Dritter, okay. Doppelte Attacken würde ich nicht hintereinander einsetzen. Wir gehen auf den Bodycheck. So, und der nächste, der jetzt eine Coolness-Attacke einsetzt, kriegt er so viele Sterne. Oder Herzen. Genau das. Was? Als ob. Wir gehen wieder instant auf den Erdbeben. Oh nein, ich bin Erster. Oh nein. Oh. Wir werden bestimmt Letzter. Ja, ach komm.
Ah, wir sind immer noch letzter. Bodycheck. Ach, wieder die Reihenfolge durcheinander. Das ist doch nicht wahr. Ja, Vivian wird wahrscheinlich gewinnen. Vielleicht schaffen wir es wenigstens nicht, letzter zu werden. So, Erdbeben. Das müsste die Runde 5 müsste die letzte sein. Und die anderen Pokémon kriegen aber noch ganz schön Minus. Jetzt nochmal reingedrückt. Vielleicht bin ich wenigstens nicht letzter. Natürlich. Oder obwohl... Na, ich bin Dritter! Schön. Die Bewertung ist auch hier beendet. Danke für alle Teilnehmer. Ja, Vivian hat ganz, ganz knapp gewonnen. Wir sind Dritter, nicht Letzter. Teilnehmer Nummer 3, Jimmy und Vivi. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Step by Step, du hast es ja fast geschafft. Das ist bloß schnell raus hier. Oh Gott. Können wir hier weitermachen? Vor 60 Jahren hat mein Mann hier um meine Hand angehalten. Und das Meer ist immer noch genauso schön. Hahaha. Auch wenn ich alt und grau werde, das Meer wird immer jung und voll von Leben sein. Ja, das stimmt schon. Oh, unser erster Top-Schutz. Hast du schon mal etwas über den Bärenmixer gehört? Nein. Damit stellt man Leckereien her, wie die Pokeriegel genannt werden. Wenn du einem Pokémon einen guten Pokeriegel gibst, verbessern sich seine Eigenschaften. Ich möchte damit angeben, wie stark mein Pokémon ist. Daher werden wir einen Wettbewerb an den Wettbewerben teilnehmen. Ich möchte damit angeben, wie stark mein Pokémon... Sagen alle das Gleiche? Ihr seht zwar alle gleich aus, aber... Ja, da waren die League-Entwickler ein bisschen faul. Ach du liebes Bisschen, reist du ganz alleine, aber du bist noch so jung. Gut, ich bin sicher, meine Kinder könnten das ein oder andere von dir lernen. Ich bin die Expertin der Pokeriegel. Wenn ich es mir recht überlege, dann könnte ich ein paar Pokeriegel zaubern. Möchtest du das von mir, der Expertin der Pokeriegel, lernen? Nein, danke.
Wir nehmen eher an keinen Wettbewerb teil. Und des Weiteren holen wir uns auch keinen Milotic. Als meine Frau Vierlinge zur Welt brachte, boah, Alter, du Arme, war ich zuerst geschockt. Aber wenn ich sie jetzt zusammen spielen sehe, bin ich richtig glücklich. Vierlinge, als ob. Ich habe einen großen Traum in der Nähe. Ich habe einen großen Turm in der Nähe der Route 131 gesehen. Ist das der? Ich habe gehört, dass da draußen auf dem Seeweg ein Turm sein soll. Er soll Himmelturm heißen. Ganz zum Schluss werden wir da hingehen. Bitte, du suchst ein Schiff? Tut mir leid, aber die Fähre ist momentan nicht in Betrieb. Solange die Fähre noch nicht seetüchtig ist, haben wir Seeleute nichts zu tun. Ich wünschte, sie würden sich ein bisschen beeilen. Die Leute von der Werft von Graffinport City. Ja, noch irgendwelche Leute? Nein, okay. So, die Seite haben wir. Mit denen haben wir auch schon gesprochen. Wenn die ganze Welt erst einmal uns gehört, Team Aqua, dann wird sie ein besserer Ort für Pokémon sein. Jeder hier ist ein großer Fan von Pokémon-Kämpfen. Wir diskutieren gerade, welcher Trainer der stärkste ist. Wenn du berühmt wirst, werden wir vielleicht deine Fans. Egal, was die anderen sagen, der Arenaleiter von Forster Hafen, Camillo, ist mein Favorit. Ja, wir hatten zwar Schwierigkeiten, aber nee. Mein Lieblingstrainer muss cool, stark und total nett sein. Ich wollte, es gäbe so einen Trainer. Ich wollte. Ich habe etwas über einen neuen starken Trainer gehört. Dieser Trainer wird bestimmt auch den Arenaleiter besiegen. Weißt du irgendwas über diesen neuen Trainer? Meint er mich oder meint sie Maike? Oh, ihr habt aber eine große Wohnung. Hallo Maike. Gehen wir gleich hin. Ja, mal kurz hier lang. Ich bin ein Kunsthändler. Ich kaufe und verkaufe Kunstgegenstände, vorzugsweise Gemälde. Ich habe gehört, dass das hiesige Museum ständig erstklassige Werke ausstellt. Willkommen im Museum von Seegras Old City. Bitte nehmt dir Zeit, unsere Sammlung und Kunstwerke zum Thema Pokémon zu betrachten. Kann man sie auch anklicken? Pflanzen-Pokémon, die sich im Wind wiegen. Erscheint, als genießen sie das zarte, streicheln des Windes. Das Bild einer hübschen, lächelnden Frau mit einem Pokémon auf dem Schoß. Diese Frau ist hübsch, genau wie meine Mama. Dieses Pokémon ist anbetungswürdig, genau wie unser kleiner Sohn. Alles klar. Dieses Kunstmuseum hier bekommt viele fantastische Gemälde zu sehen. Und der Kurator ist eine wunderbare Unterkünstler. Wie mir ist dieses Museum einfach eine Inspiration. Aber mein französischer Akzent ist miserabel. Gott, ich lasse es, glaube ich. Eine große Steintafel, auf der Pokémon und eng gesetzte kleine Schriftzeichen einer alten, unverständlichen Sprache eingraviert sind. Ein Replikat einer berühmten Skulptur. Es zeigt einen antiken Vogel-Pokémon. Oder einen antiken Vogel. Könnte Taubos sein. Ein großer Pokéball aus schwarzen Steinen gehauen. In früheren Zeiten wurde er zu Festlichkeiten ausgestellt. Gibt es nicht so eine Folge, wo sie so einen Gengar mit so einem riesen antiken Pokéball fangen? Die Kämpfe mit Pokémon machen schon Spaß. Das gebe ich zu. Aber man darf darüber nicht seine Liebe zu den schönsten Künsten vergessen. Eine merkwürdige Landschaft mit bizarren und fantastischen Details. Bären, sie sehen äußerst delikat aus. Das Bild kann einen hungrig machen. Oh, essen. Dies ist ein sehr altes Gemälde. Die Farbe blättert hier und da schon ab. Was? Dies ist ein sehr altes Gemälde. Okay.
Ich bin der Kurator dieses Museums, schönen Künste. Es freut mich immer wieder, junge Menschen wie dich hier im Museum zu treffen. Hast du dir schon mal unsere Gemäldesammlung angesehen? Gesehen, ja. Oh, ich glaube, du bist ein Pokémon-Trainer. Bist du auch an Gemälden interessiert? Ja. Ah, exzellent, du magst Gemälde. Dann möchte ich dir gerne etwas zeigen. Oh, der kommt doch nach hinten. Dies ist unser besonderer Ausstellungsraum. Wie du klar erkennen kannst, gibt es hier nicht ein einziges Gemälde. Ich möchte hier auch nicht einfach die Gemälde der sogenannten Klassiker ausstellen. Hier soll Kunst zu sehen sein, die weit von den Klassikern entfernt ist. Kunst, die doch nur auf alte, berühmte Werke begrenzt. In diesem Ausstellungsraum will ich moderne und lebendige Kunst über Pokémon sehen, die bereit sind, in ein ruhmreiches Leben zu treten. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht mit meinen Monologen langweilen. Nun, bist du jung? Du bist jung und offensichtlich weit gereist. Du hast bestimmt schon viele Pokémon gesehen und Bilder, die sie darstellen. Wenn du ein solches Bild siehst, kannst du den Künstler bitte fragen, ob wir sein Werk ausstellen dürfen? Ja, gerne. Eieieiei. Das Bild eines legendären Pokémon aus längst vergangener Zeit. Der Künstler hat dies aus der Vorstellung herausgemalt. Was könnten das für Pokémon sein? Lugia und ein... Könnte es ein Lugia sein oder Mewtwo? Boah, man sieht's kaum, aber gut. So, das Kunstmuseum hätten wir auch abgehakt. Gott. Michael machen wir als letztes. Hey du da, komm bloß nicht in die Nähe der Höhle, der Bucht. Warum nicht? Das geht dich nichts an. Ich bin ein Erwachsener, also gehorche mir. Ich bin der Attackenverlerner. Ich sorge dafür, dass die Pokémon ihre Attacken vergessen. Okay, dann kommen wir hier auf jeden Fall vor der Pokémon-Liga hin. Falls ich es nicht vergessen sollte. Pokémon sind die Partner der Menschen. Sie sind nicht nur unsere Spielzeuge. Leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht begreifen. So wie Team Aqua und Team Magma. Also im Grunde ist es so. Ein Anzug passt zu mir wie die Brise zum Meer. Perfekt. Und bei dir? Eine Beere passt zu? Warum ist das so? Dankeschön. Also im Grunde... Ja, lass mich in Ruhe. Hey, heute haben wir noch mehr Beute in unser Versteck gebracht. Wer bist du denn? Ich habe mit mir selbst gesprochen. Ich bin nur ein Rüpel. Ich weiß nicht, was unser Boss vorhat. Aber als Mitglied von Team Aqua haben wir die Möglichkeit, große Dinge zu tun. Wer bist du denn? Ich habe nur mit mir... Okay, ist gut. Kennst du diese besondere Höhle in der Bucht? Das ist eine natürliche Formation. Aber Team Aqua kam her und hat das Aussehen verändert. Sie nennen sich selber naturliebendes Team Aqua. Aber was sie sagen und was sie tun, passt überhaupt nicht zusammen. Huch, was, wie, ich bin noch nicht ganz wach. Hier, das kannst du haben. Tja, Erholung oder Schnarcher oder Schlafrede? Das ist wichtig für die Gesundheit. Das müsste aber Thema, müsste Erholung sein. Ja, so ist es. Und eine Herzschuppe. Da kann man, glaube ich, später, wenn man genug Herzschuppen gesammelt hat, das gegen so Donnerstein, sei schon Farbstein, Blattstein und sowas eintauschen. Oh hey Torti, du bist auch am Einkaufen? Ich habe eine Menge Puppen und Poster gekauft. Natürlich habe ich auch Pokémon gefangen und die ziehe ich gerade vorbildlich auf. Ich habe eher Bedenken, dass du dich deine Pokémon nicht richtig kümmerst. Ich werde gegen dich kämpfen, dann sehe ich, ob du... Ja, gerne. Die Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind mit Sicherheit unschlagbar oder unbesiegbar. Ein Pokémon hat sie dazu bekommen, ein Tropius.
Bodycheck. Tropius tankt trotzdem. Wahnsinn. Bestimmt ein Gewaltron. Ne, sie hat noch einen Reptane. Okay. Ich hoffe, ein Erdbeben reicht aus. Ja. Flipper haben wir mit dem Bodycheck weg. Aber nein, Flipper muss ja das Schutzschild aktivieren. Und jetzt geht sie daneben. Jawohl. Und dann ist Pelipper noch nicht mehr down. Ja. Komm. Jetzt kommt aber bestimmt vorher noch ein Hypertrank von Maike, bestimmt, ne? Nein, okay. Ich kann mich noch gut an unseren Kampf auf der Route 103 erinnern, Torti. Dieser Kampf hat dir enorm geholfen, stärker zu werden, oder? Naja. Ich überlege, ob ich bald nach Wurzelheim zurückgehe. Ich habe eine einige anständige Gruppe von Pokémon gefangen und mein Pokédex sieht immer besser aus. Ich gehe nach Hause und zeige das meinem Papa. Torti, was wirst du machen? Alle Orden der Arenen sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern? Nun, während du deine Orden sammelst, werde ich weiter an meinem Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vervollständigt haben als du, wetten. Bis dann. Ja, sie hat ja auch mindestens 6 Orden. Gott. Heute wird mir meine Mama ein paar schöne Möbel kaufen. Ich kaufe etwas Schönes für meinen Azumarill, weil er es einen Wettbewerb gewonnen hat. Willkommen im Einkaufszentrum von Segras Oob City. Das ist die Pokémon-Lotterie. Alle Besucher des Einkaufszentrums können einen Pokémon-Lottoschein ziehen. Wenn du die Nummer des Lottoscheins in deine ID-Nummer deines Pokémon übereinstimmt, gewinnst du einen Preis. Ja, gerne. Ich glaube, da kriegt man sogar, wenn man Glück hat, seinen zweiten Meisterball. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Hier. Immer wenn ich das Einkaufszentrum gehe, endet das damit, dass ich 1000 Dinge kaufe, weil es mir so viel Spaß macht. Ich werde bald auf eine lange Reise gehen. Ich muss daher Items kaufen. Lerne mit Items vernünftig umzugehen. Das ist essentiell ehrlich. Meine Mama wartet zu Hause auf mich. Was wäre wohl ein passendes Geschenk für ihn? Was? Achso, mein Mann. Okay, ist gut. Ich habe mein Pokémon Carbon gegeben, um die Ene zu erhöhen. Ich möchte, dass mein Pokémon mehr Ausdauer hat. Ich frage mich, ob ich lieber die Verteidigung mit Eisen oder die Spezialverteidigung mit Zink steigern soll.
Um Pokémon schnell zu stärken, eignen sich Items hervorragend. Protein steigert den Angriff und Calcium den Spezialangriff. Ich hätte gern all die unterschiedlichen TMs, aber ein Pokémon kann nur 4 Attacken lernen. Es gibt so viele verschiedene Arten von TMs. In einem Katalog habe ich gelesen, dass es 50 verschiedene Arten gibt. Gibt sogar noch mehr. Eine offensive Attacke oder eine defensive Attacke? Es ist nicht einfach zu entscheiden, welche TM ein Pokémon lernen soll. Was geht noch höher? Gott sei Dank. Sie verkaufen viele hübsche Matten. Welche soll ich nur kaufen? Ich sollte sie alle kaufen. Hier gibt es viele niedliche Puppen. Ich sollte mir lieber aber selbst welche kaufen, anstatt für immer. Hier gibt es viele verschiedene Puppen. Ich sollte mir selber welche kaufen, anstatt immer für meine Kinder. Ich bin doch zu klein, um Pokémon aufzuziehen, aber daher bekomme ich eine Puppe. Okay. Wenn ich die weite Welt von hier oben aus betrachte, dann wünsche ich mir, es gäbe mich mehr als einmal, damit ich alle schönen Dinge des Lebens genießen kann. Aber das ist ja leider nicht möglich. Ich weiß. Soll ich an... Nein, kein Delegator. Unbedingt nicht, nein. Freu nicht. Oh, ich bin am Verdursten. Haben Sie noch nicht bekannt gegeben, wann Sie den Ausverkauf starten? Ich achte immer auf die Werbung im Fernsehen, aber bisher war die nicht. Warte mal. Kriegen wir eventuell eine TM von ihm? Ich bin am Verdursten. Ja, okay. Dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Comments da lassen. Im nächsten Part machen wir uns auf den Weg. Nicht zum Pyroberg, sondern zum... zur Bucht, zur Team Aquas Versteck, alles klar. Bis dann.